Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Picke Picks. Level 91 bis 120, glaube ich. Und ihr wisst Bescheid, egal wie lange es dauert, wir machen komplett die 30 Level durch. Und das um 8:30 Uhr abends. Ich hoffe einfach nur, dass ich jetzt nicht so wie beim letzten Mal komplett behindert anfange, sondern dass ich einfach direkt mein Können unter Beweis stelle. Wahrscheinlich nicht, aber das sind jetzt viel, glaube ich. Kann ich kurz mal gucken, ob ich das noch größer machen kann? Ja, kann ich. So! Das war auch einer zu viel. Dann kommen hier noch zwei hin. Na. Wo bin ich jetzt hier? Da? Zack, 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 zack. Nein. Hier. Zack, 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 zack. Und dann sind wir mit schwarz. Ne, hier ist noch irgendwas. Ah, wahrscheinlich wieder irgendein Bullshit. Wahrscheinlich wieder irgendein Bullshit. Ah nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Hier fehlt noch einer. Da. Kein Bullshit. Kein Bullshit. So. Ja. Ich fühle mich immer so ein bisschen schlecht, wenn ich das hier aufnehme, weil ich einfach... Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich meine, ich kann schlecht so kommentieren, wie ich andere Spiele kommentiere. Weil hier passiert ja nicht viel. Ich zeige euch ja einfach nur quasi die Lösungen. Und dann fühle ich mich immer ein bisschen schlecht. Was ist das überhaupt? Ein Adler? Ach, jetzt erkenne ich es. Oh. Okay. Ich habe es einfach nicht erkannt. So. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich mir irgendwie so ein paar Themen raussuche, über die ich talke. Aber ich habe keine Ahnung über was. Ich habe keine Ahnung über was. Stopp. Ja. Deshalb ist das ein bisschen blöd. Keine Ahnung. Ich meine, es sind ja nur noch zwei Parts. Am liebsten hätte ich gesagt, stellt ihr doch einfach mal ein Thema auf. Nur der letzte Part wird ja dann der letzte sein. Das heißt, das wird, glaube ich, gar nicht mehr so viel bringen. Aber gut. Ja. Oh, ich hasse das, wenn der immer doppelt macht. So, damit wären wir damit schon mal fertig. Ich hoffe, wir erstmal schwarz. Aber bisher läuft's relativ gut. Muss ich ja sagen. So, und der Rest muss jetzt einfach nur noch hell. Das ist ja gar kein Problem. Ich weiß, worüber ich reden könnte. Heute wurden die neuen PS Plus Spiele angekündigt. Für nächsten Monat, also für den März 2020. Und zwar, glaube ich, Shadow of the Colossus. Worauf ich mich sehr freue, weil ich das Spiel selber noch nie gespielt habe. Ich habe mir mal ein Let's Play dazu angeguckt. Das ist aber auch schon Ewigkeiten her. Das war, glaube ich, von PewDiePie. Also muss das extrem lange her sein. Und deshalb freue ich mich ziemlich darauf, weil das Spiel an sich fand ich eigentlich relativ geil. Und ja. Dann noch Sonic Forces, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, welcher Sonic-Teil das ist. Weil ich kenne mich jetzt mit den Namen der Sonic-Spiele nicht wirklich gut aus. Aber ich freue mich eigentlich relativ über Sonic, weil Sonic ist eine geile Spielreihe. Auch wenn ich die tatsächlich nie wirklich gespielt habe. Schande über mich. Aber dadurch kann ich es ja jetzt nachholen, weil ich meine, in irgendeinem Monat gab es ja schon mal Sonic Mania. Das habe ich auch jetzt schon angespielt, aber noch nicht wirklich weit. Muss ich ja gestehen. Und jo. Deshalb, ich habe auch, wie gesagt, keine Ahnung, welcher Teil Sonic Forces ist.
habe auf jeden Fall ein Bild vom Cover vor Augen, das ja. Aber ich weiß nicht, worum es in dem Teil geht oder ob das so ein 3D-Ableger ist oder ob das ein 2D-Ableger ist. Ich glaube, es ist ein 3D-Ableger. Ich bin, wie gesagt, jetzt aber nicht über mich urteilen, weil ich das nicht weiß. Also wenn es nicht stimmt. So. Ich bin auch mal, also wenn es ein 3D-Ableger ist, bin ich erst recht mal sehr gespannt drauf, weil die 3D-Ableger, vor allem die neuen, ich glaube, da gehört auch Sonic Forces dazu, die sind ja gar nicht so gut angekommen bei den Fans. Also so habe ich das zumindest mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das anders mitbekommen habt. Ach, ich komme jetzt 2 hin. Alles klar. Ja, und das war's auch eigentlich schon, worüber wir reden könnten. Hat sich ja gelohnt. Da muss hier noch einer hin. So, grün. Also bis jetzt muss ich sagen, ich komme hier relativ gut voran. Also beschweren kann ich mich gerade nicht. Achso, blau fehlt mir noch. Naja. Worüber könnte man denn sonst noch reden? Kommt jetzt bald irgendein Spiel raus? Ich meine, also es kommen demnächst sehr, sehr viele geile Spiele raus. Also so ist es ja jetzt nicht. Ich sag nur fucking Final Fantasy. Und fucking Final Fantasy habe ich mir auch schon vorbestellt. Die Day One Edition für sage und schreibe 300 Euro. Ja, ich war richtig in der Gönnerlaune. Nein, das war so, ich habe den, ich habe E3 habe ich geguckt. Die E3, wer kennt sie nicht? Und ich muss sagen, das Spiel hat mich schon so krass überzeugt, dass ich unbedingt diese Day One Edition. Ich brauchte sie unbedingt. Ja, Moment, bin ich falsch. So. Bin ich hier angeblich falsch? Oh, ich sehe. I see. Irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Ich weiß nur noch nicht was. Weil hier fängt der Vierer an. Ja, das stimmt sogar. Oh, ich habe irgendeinen Scheiß habe ich hier gebaut. Warum auch immer. So. Das sieht schon besser aus. Eigentlich wollte ich auch so ein Unboxing machen von der Final Fantasy 13 Version. Final Fantasy 7 natürlich, Entschuldigung. Aber das Blöde ist, ich habe keine gute Kamera. Das ist das Problem, was ich habe. Ansonsten hätte ich das natürlich sofort gemacht. Das war jetzt aber ein ziemlich anstrengendes Bild, muss ich sagen. Das beschmutzte Schlange, wo ist die? Ist die eigentlich rot? Uff, da fange ich definitiv mit Blau an. Und ja, was kommt sonst noch für geile Games raus? Natürlich Cyberpunk kommt bald raus. Das heißt bald, ich glaube, es wurde ja verschoben. Ich weiß aber gerade nicht, wohin. Gefühlt wurde ja alles in letzter Zeit verschoben.
The Last of Us hätte ja jetzt eigentlich auch rauskommen sollen. Aber The Last of Us ist ja auch verschoben worden. Habe ich nur gelesen, dass der Chef von Naughty Dog, glaube ich, so einen witzigen Post auf Twitter gemacht hat, also so einen lustigen Tweet, dass er an dem Tag, wo eigentlich hätte Last of Us rauskommen sollen, hat er so geschrieben, irgendwas fehlt heute, aber ich kann nicht mit dem Finger drauf zeigen. Und alle Leute angefangen zu weinen, ey. Ich meine, ich freue mich auch sehr auf The Last of Us 2. Achso, ich habe hier übelst viel Blau vergessen. Ich bin ein Trottel. Aber ich glaube, ich freue mich nicht so sehr wie auf manch andere Spiele. Weil das Problem, was ich glaube ich mit The Last of Us 1 hatte, war, dass es eigentlich gar nicht so mein Genre war. Ich meine, ich hab's ja Let's Played. Ihr wart ja dabei. Hoffe ich doch. Und es war ein sehr, sehr gutes Spiel. Also ich habe absolut nichts dagegen. Aber es war absolut nicht... Also, ich würde nicht mal sagen, dass ich wirklich ein Genre habe eigentlich. Eigentlich zocke ich ja alles. Kreuz und quer. Aber irgendwie hab ich das Spiel nicht... Also von der Story her, ja, auf jeden Fall. Also gegen die Story sage ich da überhaupt nichts. Die Story war großartig. Ich meine, jetzt so vom Gameplay her habe ich da nicht wirklich viel mitgerissen. Uff. Okay. Das sieht gar nicht gut aus. Das ist ein bisschen anstrengender jetzt. Wo ich mich auch schon sehr drauf freue, kann man auch gerade mal kurz ansprechen, ist der neue Watch Dogs Teil. Watch Dogs 1 haben wir auch gemeinsam Let's Played. Und ja, Watch Dogs 1 war, sagen wir, gewöhnungsbedürftig, ja. Sagen wir gewöhnungsbedürftig. Watch Dogs 1 war ich jetzt nicht so der große Fan von. Aber Watch Dogs 2, ich habe es noch nicht durchgespielt. Weil ich einfach zu viele Spiele habe. Oh, Moment mal, hier kommt noch ein Moment. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eigentlich ein Sechser hin. So. Huch! Da habe ich einen kleinen Fehler gebaut. Aber Watch Dogs 3, ich fand das auf der E3 so gut aus. Vor allem, dass du halt so... Du kannst ja jeden Charakter spielen. Da frage ich mich, wie krank das eigentlich ist. Das ist mega krank. Okay. Okay.
Alles klar. Also wie gesagt, bis jetzt läuft es immer noch sehr, sehr gut hier. Ich habe zwar mal hin und wieder mal so den ein, zwei Fehler, aber die sind recht schnell wieder ausgebessert. Moment, hier, dann da. Dann hier. Dann hier, hier. Ja, da kommt Dreier hin. Und da. So. So. Hier. So, 3. 2, 1. Und dann. 2. Hier noch. Und easy gehen. Bruder muss los. So. Next. 7. Dann machen wir hier 6. Dann machen wir 5. 3. So. Hier. 2. Ich hoffe, dass das stimmt. Moment, wo habe ich jetzt die? So. 4. 5. Okay. Alles klar. Wo bin ich jetzt da? Ne, Moment. Ab hier. Dann komplett durch. Dann 4. So. Ich denke mal, da kennst du jetzt schon, oder? Warum auch immer. Dass eine Krawatte um hat. Ich hinterfrage es einfach mal nicht. Eine Ziege. So, next. Uff. Oh Gott. Kenne ich das? Das Problem ist gerade, das ist nicht schwer. Aber. Dann müsste es doch dahin, oder? Moment, hier sind schon die 11. Und dann kommt hier noch ein dritter hin. Oh, so. Sind das nur 2? Das sind wirklich nur 2. Falsch. So. Wo kommt jetzt hier 3 hin? Da? Ja, das kann nicht sein. Wenn dann so. Ja, das kann aber auch nicht sein. Wait.
gerade eben, glaube ich, einen Fehler gemacht. Scheiß mir erstmal da drauf. Da kümmere ich mich am Ende drum. Das Blöde ist, dass man Schwarz echt nicht gut erkennt. Ah doch, hier muss noch einer. Das ist das einzig Blöde. Weil Schwarz sieht irgendwie auf den Bildern viel dicker aus als die anderen Farben. Beziehungsweise, nein, das sieht nicht dicker aus. Das Problem ist, dass Schwarz hier in den Bildern, da siehst du die Linien nicht. Also du siehst diese Linien dazwischen hier in den Bildern nicht. Bei anderen Farben siehst du immer die Linien. Dann weißt du immer, okay, ich muss 2 abzählen, ich muss 3 abzählen, ich muss 4 abzählen. Bei Schwarz siehst du das nicht. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, ich hätte einfach nur eins weiter nach hinten gemusst. Ja, hätte ich. Okay, das war mein Fehler. So! Ja, mit Schwarz hätte ich auch jetzt angefangen. Was eigentlich gar nicht mal so geil ist, weil wieder Schwarz, ne? 1, 2, 3, 4. Hier müssen 10 runter, die können wir ja schon mal machen. Okay. Okay. Das stimmt. Gut. So, warum ist jetzt Schwarz wieder falsch? Irgendwas ist da wirklich falsch. Oh, Moment, ich mach erstmal den Rest jetzt hier. Ups, ich hab die Augen vergessen. Was mache ich denn da? Okay. Ja. Ja. An sich stimmt das aber hier. Warum ist jetzt hier falsch? Weil hier 2 sind. Ja, aber da müssen 2 hin. Nein, müssen nicht. Sondern das muss so. Alles klar, alles klar. Ich hab meinen Fehler. So! Affe! Das ist ein Affe? Ich dachte, das wäre eine Ratte. Huch. So! Oh. Ich glaube, ich sollte erstmal eine Seite fertig machen, bevor ich mich um die nächste kümmere. So. Ah, das sind 3. Okay. Da hätten
von zwei weggemusst. Hier ist einer zu viel. Dann gehen wir mal hier lang. So, haben wir das schon mal. Den können wir runter machen, den können wir auch runter machen. Hier können wir einen Vierer draus machen. Und da auch. So, was fehlt mir jetzt? Hier kommt noch einer hin. Okay, war doch gar nicht so schwer wie gedacht. War doch gar nicht so schwer wie gedacht. Eine Eidechse? Ach komm. Jetzt übertreibt das aber. Hier glaube ich, oder? Ist das der Anfang? Ich weiß es nicht. Ja, müsste. Ja. So. Dann. So. Ach so, okay. Dann öffnet der gerade Gmail. Zumindest sieht es irgendwie ein bisschen so aus. Ich sehe schon. So. So, dann blau. Dann hier. Dann hier. Dann schwarz. Und noch die Augen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 blau. Moment. Achso, die 6 hätten da gemischt. Ja, ich hab's ja verschoben. Ich bin blöd. Ich hab's ja verschoben. So, next. Dann gemisch mich erstmal lila. Wobei hier unten die grünen kann ich gerade machen. So, 3, 1, 1, 3, 10, 2, 1, 2. Dann so. Hoch, falsch Farbe. Dann so. Da kommen 3 hin. So, grün. Achso, ja, stimmt schon. So, das hier kann alles grün. Ah ne, der ist nicht grün, warum auch immer. Warum auch immer. Hier. Und da. Bonsai! Alles klar. So, das letzte auf dieser Seite. Danach haben wir aber noch eine Seite vor uns. Das heißt, ihr wisst Bescheid. So, 7, 5, 1. 5, 2. Ah. So. Dann blau.
dann hier. Und dann hier. Hier und hier. Aha. Oh ne, hier kommt 2. Okay. So. Und dann noch den Regenbogen. Oder die Zahnpasta. Hey, Regenbogen. So, kommen wir zur nächsten Seite. Da haben wir noch 5 15x15 Level. Und danach haben wir sie alle. Wir haben quasi den Pokémon-Meister gemacht. Hm, stimmt schon. Und ich muss von der Seite hier. 5. Dann haben wir 2. Machen wir rot. Mhm. So. Warum ist da jetzt ein? Warum ist... Oh, hier ist einer zu viel. Da sind wir zu wenig. Ah, okay. Okay. Alles klar. Und hier unten noch ein bisschen blau und schief. Next. Uff. Alter, das nächste, ey. Jo. Alles klar. So, dann würde ich sagen, ziehe ich den mal komplett durch. Dann mach hier noch einen hin. Mach den hier weg. Die hier kann ich komplett machen. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Stimmt das nicht? Moment, hier müssen 7 hin. Oh, ich bin 1 zu weit hochgegangen. Warum stimmt das jetzt nicht? Machen wir das hier kurz mal weg. Nein, so. Jetzt ist aber hier noch eine. Ach, der hätte 1 höher gemusst. Okay, okay, alles gut. So. Alles klar. Einer zu viel. Da kommt keiner hin. Ah, okay, ja, sehe ich. Da kommen 2 hin. Kommt jetzt hier noch ein Einer hin? Ach, hier. Alles klar. Und jetzt... Ich glaube, das da soll auf jeden Fall eine Straßenlaterne darstellen. Nachtlicht. Naja, von mir aus. Von mir aus, wenn sie meinen.
Gruppe 2, 3 und 3. 9, 2, 4. So. Gehen wir durch. So. Was habe ich jetzt für Fehler gemacht? Hier kommt ein Feuer. Ich glaube, ich sehe, was die meinen. So, einmal durch. Dann 4. Da kommen die Augen hin. So. Da. Und da. Dann bekommen die beiden erstmal Münder. Er bekommt eine Zipfelmütze auf. Alles klar, Schneemänner. Okay. Wofür ist es sinnvoll, damit Lieder anzufangen? Ich weiß ja nicht. 1, 2, 3, 4. Das muss eigentlich stimmen. Hey, ich hab irgendeinen Fehler gemacht. Moment. Gerade komplett durch. Nicht jetzt hier anfangen durchzuwerden. 1, 2, 3, 4, 5. Dann daneben ein Dreier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das stimmt. Aber irgendwie auch nicht. Hä? Ah, ich sehe warum. Das hat alles eins weiter nach oben müssen. Ach, deswegen sieht das so scheiße aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das kann nicht sein. Okay, ich hoffe, ich hab's behoben. Ich denke aber schon. Ich habe mich gerade ein bisschen dümmer angestellt, als ich bin. Hier ist aber auch ein Fehler, sehe ich gerade. Nee, ist nicht. Da war Müll. Ich
klar, war mal wieder ein Müll. So, Seepferdchen. Ah ja. Okay, so viel fehlt mir ja nicht mehr. Sagte er. Doch, stimmt schon. Ja. Ja. Mhm. So, was ist jetzt hier falsch? Hier kann eigentlich nichts falsch sein. Legt sich das gleich wieder. Ja, hat's tatsächlich. So, alles klar. Damit hätten wir alle 15x15 Level. Auf Medaille. Das hatte ich vorher noch nicht gemacht. Es gibt direkt so zwei Trophäen. Alles klar. Das finde ich ja sehr, sehr geil. So, das heißt aber wiederum, dass wir jetzt zu noch härteren kommen. Und zwar 15x20. Die habe ich aber damals schon gemacht. Das heißt, da werde ich keine Trophäe für bekommen, wenn ich die gemacht habe. Aber ist ja nicht schlimm. Müsste stimmen, ja. Hinsetzen, ey. Okay, mach mal rot, mach mal rot. So. Nein, da hätten wir uns reinkommen. 4. So. So. Nein.
da noch? So. Spieglein, Spieglein. Alles klar. Ah ne, ich glaube, ich habe nur das eine gemacht. Die anderen habe ich gar nicht gemacht. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Weil das hier kommt mir nämlich gerade überhaupt nicht bekannt vor. Ja doch, stimmt. So. So. Das habe ich nämlich hundertprozentig noch nicht gemacht. Hundertprozentig nicht. Kommt mir nämlich auch überhaupt nicht bekannt vor. So. Uff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 2, 1, 2. Nein, 2 da. Nee, Moment. Ich mache hier Fehler. So. Und dann noch die Rakete ausmalen. So, Raumfahrt. Oh Gott. Ja, die Level werden schon härter. Das spüre ich. 1, 2, 3, 4. Hier. Warum ist da nur 2? Verstehe ich noch nicht. Wieso eigentlich auch nicht? Ich glaube, das ist falsch. So. Oh Gott, ich mache hier Fehler. Moment, ich mache jetzt erstmal gelb. Mit gelb kann ich nichts falsch machen. Und dann machen wir direkt braun hier drunter. Oh. Thank you.
Okay, so. Dann da. Dann. Falsch. Oh, boah, das ist mega hart. Das ist ein hartes Level. So, dann kommt so ein Bart. Ich habe schwarz komplett. Wow. Hätte ich nicht mit gerechnet. Jetzt will ich aber noch irgendwo ein gelber. Ach, da kommt auch ein Dreier. Ups. Oh, alles klar. Okay, das war ein bisschen härter. Ach Gott, das nächste sieht nicht einfacher aus. Das nächste sieht überhaupt nicht einfacher aus. 1, 2, 1, 2, 3. Ist weg. Hätten wir das schon mal, dann kümmere ich mich. Da oben um das. Dann ist das nicht ganz so schlimm, schon mal weg. So, das gehört zu den Dings, okay. Hab nichts gesagt. Alles klar. Dann mache ich, glaube ich, schwarz. So. So. Und so. Von mir aus kann ich jetzt noch das Auge dahin machen. Oh, und jetzt kommt halt der schwerste Part. So, das kann jetzt mal alles. Das kann jetzt erstmal alles grün. So. Unteren Teil schon mal done. So. Dann machen wir den oberen Teil schon mal. So, das müsste jetzt eigentlich schon stimmen. Okay, 1, 2, dann frei, 1, 2, dann kommt so einer. Und dann so. So.
Und dann kommt hier noch 4 drauf. Yes, Dinosaurier. 6 Level noch, Leute. 6 Level noch. Wir kommen der Sache näher. Wenn auch nicht schnell. Aber wir tun's. Okay. Machen wir gerade hier schon mal die hier. Jetzt sind wir schon weg. Auch ein zu viel. Sechs, vier da drauf. So. Ja, was ist jetzt hier noch? Was wollen die da von mir? Da sind glaube ich 2 hin, da kommt 3 ein. Ja. So, alles klar. Nope. Ach, da auch nicht, okay. So, 4, 2, zack. Zack. Achso, ja, ist ja Auge. So, Detektiv. Und damit kommen wir zu den 20x15 Leveln. Okay. Alles klar. Dasselbe jetzt auf der anderen Seite. 6, 7, 8, 1, 3, 3, ja, ja. Ja. 3.
So. Irgendwie sind da noch ein paar Probleme mit Blau, aber da kümmere ich mich jetzt gerade mal nicht drum. Da kümmere ich mich gleich drum. Moment. Das muss schon stimmen. Da ist ja gar kein Schwarz mehr. Ach so, weil hier noch zwei Blau hinkommen. Dafür kommt der hier weg. Und der hier. Der hier weg. So, das war mein Fehler. Okay. Dann war das ja gar nicht so schlimm. So, dann noch schwarz. Eins. 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 Zwei. Flugzeug. So, 4 Level noch, Leute. Uff, dann wird's aber auch Zeit, ey. Wir haben schon 9:30 jetzt. Okay, das ist relativ cool. So. Oh, da habe ich lieber einen Fehler gemacht. Dann sollte ich das vielleicht erst machen, ne? So. So. Alles klar. So. Ja, so. Und da noch. Hier. Da und da. Cool. Okay, was das nächste wieder darstellen soll, keine Ahnung. Da bin ich wieder raus. Womit fange ich denn jetzt an? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube hier. Ich bin mir aber nicht sicher. Boah, das wäre bitter, wenn ich. Und jetzt kommt noch da einer hin. Keine Ahnung, was das wieder darstellen soll. Jetzt kann ich erstmal nicht viel machen hier weiter. Zwei hoch.
sieht aus wie ein Klumpen Scheiße. Wird ein bisschen pink. Oder rosa. Wenn ich ganz ehrlich sein soll. So, Eierkarton, oh mein Gott, ja, ich erkenn's, aber, pff. Ja, das muss man jetzt aber nicht erkennen. Also, ich bitte euch. Also das, uff. Also, da bitte ich euch aber. Ganz dringend. Stopp. So. Alter, mein Handy rastet gerade ein bisschen aus. Entschuldigung dafür. Okay, der Rest muss jetzt, glaube ich, in der Farbe. Jetzt habe ich aber hier noch. Ach so! Deswegen. Alles klar, 13.3. Dann nochmal hier, dann mache ich das hier gerade auf der Seite fertig. So. 1, 2, 3. So. Dann durch. Und dann hier. So. Babybaden. Alles klar. Letztes fucking Level. Uff. Danach bin ich aber wirklich froh, wenn es vorbei ist. So. Ob es eigentlich so gut war, mit der Farbe anzufangen? Ich weiß ja nicht. Aber irgendwie ist hier überhaupt gar keine Farbe gut mit anzufangen. Also ist eigentlich vollkommen egal. Ist das halt wirklich keine Farbe gut mit anzufangen? Ja. Hoch. Ja. Ach. Bin schade. So. Okay, sieht aber bis jetzt alles relativ gut aus, würde ich sagen. Oh, zu viel.
sieht eigentlich ganz gut aus. Wahrscheinlich hier weg. Ja. Dann da. Dann hier. Dann hier. Und rot. Haben wir noch hier. Yes! Yoga! Das sieht für mich eher aus wie ein Engel. Oder was ist da im Hintergrund? Ich dachte, das wären so ein Flügel. Aber gut. Leute, das war wieder ein sehr, sehr langer Part. Pick-a-Pix. Dafür wird der nächste Part noch länger, weil dann haben wir nur 20x15 Level. Und wir haben noch 20x20 Level, die letzten 5. Aber die habe ich schon alle mal gemacht. Das heißt, die werden nichts Neues sein. Das heißt, sobald wir eigentlich schon mit den 20x15 Leveln durch sind, sollte ich eigentlich schon mal eine Platin-Trophäe haben. Natürlich machen wir trotzdem noch die 20x20 Level. Und es wird dann der letzte Part werden und der wird nochmal extrem lange dauern, aber dafür sind wir ja hier, oder? Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr im nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss!